Coolste an meinem Job ist, dass ich sage, wie viele Rechnungen wir haben zum Einbuchen. Die bohren wir ungefähr 150 Rechnungen am Tag. Am Ende am Tag sagt man denen auch, dass man es gemacht hat. Das ist ziemlich cool. Die Einschränkungen in meinem Job sind die terminlichen Abgaben, wie zum Beispiel die UVA abgehe oder die ZM-Meldung. Sonst würde ich sagen, beim Monatsabschluss, dass man da ein klein länger im Büro sein muss. Ich arbeite bei der Hydro Extrusion Nenzing GmbH und die Hydro produziert Aluminiumprofile. Wir entwickeln sie bei unserem Standort mit dem Kunden, wir optimieren sie. Aluminiumprofile kennt man aus dem täglichen Alltag. Basiert sie bei der Fassaden, bei der Türrahmen, Fenster und ich bin in der Buchhaltung tätig. Ich komme am Morgen in die Firma, dann mache ich meine Ausgangsrechnungen, das schicke ich meinem Kunden. Dann bohre ich die Banken, das sind die Eingangszahlungen, was wir von den Kunden kriegen. Dann bohre ich unsere Eingangsrechnungen, das sind die Rechnungen, was wir von den Lieferanten kriegen. Und dann mache ich den Zahllauf, das sind die Überweisungen, was wir am Lieferanten machen. Und ich bin hauptsächlich am PC, telefoniere da wie auf Kunden-, wie auf Lieferantenseitig, wenn es da irgendwelche Unklarheiten gibt mit den Rechnungen. Ich habe eine Lehre als Industriekauffrau bei der Hydro Nenzing gemacht und erfolgreich abgeschlossen. Ich habe mal in der Buchhaltung als Junior-Buchhalter übernommen und mache jetzt im Moment die Buchhalterkurse dazu. Also man sollte nicht schüchtern sein, zum den Kunden anrufen oder den Lieferant. Und man sollte gerne mit Zahlen arbeiten. Das ist auch ganz wichtig.